Wir sind der Landjugendbezirk Flachgau und das heißt für uns Zusammenhalten, Landgestalten. Wir sind da heute vor dem Salzburger Heimatwerk und dann wieder Bäumbuschen verkaufen. Wir tun das jetzt das 21. Jahr und das bedeutet für die Landjugend Flachgau Zusammenhalten, Landgestalten. Der ganze Flachgau, 21 Ortsgruppen helfen zusammen, dann zwei Wochen im Vorhinein festbinden und der ganze Erlös wird an guten sozialen Zweck gespendet. Herr Kühn, Sie sind Leiter des Salzburger Heimatwerkes. Sie haben vor 21 Jahren die Landjugend Flachgau zu Hilfe geholt beim Bäumbuschenbinden. Wieso sind Sie genau auf die Landjugend Flachgau gekommen? Wir haben begonnen mit dem Forsthaber Peter, mit dem Schuster Peter, das Bäumbuschenbinden, und das hat sich in der Stadt so toll entwickelt und da seid ihr der Garant, die Landjugend, dass wir wirklich so eine tolle Verbindung von Stadt zu Land haben. Es war uns wichtig, diese Verbindung herzustellen, die Tradition vom Land, was Bäumbuschenbinden ja noch wirklich eine Tradition hat, in die Stadt zu bringen, den Stadtjungen in Salzburg zu zeigen, wie Bäumbuschen gebunden werden. Und da macht ihr das ganz großartig, diese vielen, vielen Jahre hindurch. Und da kann man euch nur gratulieren, als Kulturträger so toll zu wirken. Wir haben heuer als Jahresschwerpunktthema Zusammenhalten, Land gestalten. Wie finden Sie, symbolisiert das die Landjugend Flachgau im Speziellen? Es könnte die Landjugend nicht besser symbolisieren, nämlich als offene, kreative Einrichtung, die aber die Traditionen auch schätzt und auch weiterträgt und in dieser Form nämlich präsentiert, dass sie sagt, wir machen das Bäumbuschenbinden in der Stadt drinnen, wir machen das alles ehrenamtlich, wir machen die schwere Arbeit, diese vielen Kräuter zusammenzusuchen für über 500, 600, 700 Bäumbuschen und noch dazu dann diesen ganzen Reinerlös für einen karitativen Zweck zu spenden. Das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, gut ab in einer Zeit, wo viele Menschen nur auf Eigennutz und auf den eigenen Vorteil schauen, ein ganz tolles Signal von der Jugend vom Land. Das war unser Beitrag zu der Aktion und wir nominieren Eigendorf, Seekircher und Anna Berglund-Götz. Und jetzt gehen wir wieder weitermachen.